Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher der Ausstellung, mein Name ist Matthias Kneip und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Polen-Institut in Darmstadt. Im Namen meiner Kollegin Julia Röttger und meiner Kollegen Peter-Oliver Löw und Manfred Mack möchte ich Sie sehr herzlich begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Briefmarkenausstellung 100 Jahre Polen, kleine Bilder mit großen Geschichten zeigen und möchten Sie mit der Ausstellung mitnehmen auf eine Reise, die mit der Wiederentstehung Polens im Jahr 1918 beginnt und deren 100. Jahrestag im Jahr 2018 mit großen Feierlichkeiten in Polen begangen wurde. Natürlich haben wir uns bei der Konzeption der Ausstellung gefragt, ob Briefmarken im Zeitalter der Digitalisierung noch ein geeignetes Medium sind, um 100 Jahre polnische Geschichte einem breiten Publikum näher zu bringen. Wie würden junge Menschen reagieren, die mit diesem Medium kaum noch Kontakt haben? Doch es hat sich gezeigt, dass die Faszination dieser kleinen Bilder nicht nur bei Sammlerinnen und Sammlern und weiter noch ungebrochen ist. Auch wenn der analoge Postverkehr zunehmend dem Digitalen weichen muss, eignen sich Briefmarken heute wie früher immer noch dazu, Botschaften zu übermitteln. So können ihre Motive Ideologien propagieren, an historische Ereignisse erinnern, den wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Fortschritt dokumentieren oder Zukunftsvisionen aufzeigen. Sie können aber auch ganz einfach nur politisch unverfängliche Landschaften oder Kunstwerke abbilden und manchmal werden daraus selbst kleine Kunstwerke. Briefmarken stellen nicht nur durch ihr Motiv, sondern auch durch ihre historische Authentizität eine interessante, weil glaubwürdige historische Quelle dar. Und die polnische Geschichte des 20. Jahrhunderts war geprägt von unterschiedlichen Herrschaften und Einflusssphären. Deswegen spiegeln die Briefmarken aus dieser Zeit besonders eindrucksvoll auch Machtverhältnisse und politische Ideologien wider. So finden Sie in dieser Ausstellung Briefmarken, die mangels Zeit und Ressourcen von neuen Machthabern überstempelt wurden, oder Marken, die in ihrer Gestaltung Kunstideologien wie die des sozialistischen Realismus im wahrsten Sinne des Wortes vorbildlich abbilden und umsetzen. Sie begegnen auch dreisprachigen Briefmarken, die komplexen Herrschaftsverhältnissen gerecht werden müssen. Oder Briefmarken, die nie ans Licht der Öffentlichkeit kamen, sondern im Untergrund kursierten, weil ihre Motive Kritik an Machtverhältnissen zum Ausdruck brachten. Wir würden uns sehr freuen, wenn es uns gelungen ist, Ihnen als Besucherinnen und Besucher mit dieser Ausstellung 100 Jahre polnischer Geschichte auf eine ebenso informative wie spannende Weise näher zu bringen. Tauchen Sie ein in die verschiedenen Facetten dieser kleinen Bilder, die zum Teil große Geschichten zu erzählen haben, und schreiben Sie uns, wenn Sie Anregungen, Lob oder Kritik zu den Ausstellungstafeln haben. Wir würden uns sehr über ein Feedback freuen. Herzlichen Dank.